selber. Wir haben ein paar Grundregeln. Also eigentlich könnt ihr machen, was ihr wollt in den Sessions. Das ist ja der Schöne an den Barcamp-Sessions. Worum wir euch aber bitten möchten, ist wieder darauf zu achten, dass diese drei Haupttracks, die stattfinden in den Räumen eben, also wie gesagt, Alphabet mit dem größten und den Aufzeichnungsmöglichkeiten, Abacus und Synkope, dass da wieder ein bisschen Ausgleich stattfindet zwischen technischen Angeboten und inhaltlichen. Ihr seid selbst fähig, das zu machen. Da müssen wir euch, glaube ich, nicht steuern. Also guckt einfach, was da schon hängt und schaut, ob ihr dann vielleicht auf eine andere Zeit einfach geht. Oder ob ihr das vielleicht auch morgen macht oder wie auch immer. Sodass, also es geht vor allen Dingen in eure Richtung, ich rede gerade in die falsche Richtung, ne? Also ihr kennt zum Teil auch einfach schon die Spielregeln. Und bitte fragt kurz nochmal, also ihr seht auf euren Zetteln schon, wie groß das Interesse ist, fragt vielleicht nochmal kurz ab mit Handzeichen, damit ihr euch den Raum entsprechend aussuchen könnt. Und Alphabet, wie gesagt, der größte und mit Aufzeichnungsmöglichkeiten. Und ansonsten, glaube ich, machen wir das hier einfach alles on the fly. Ich brauche jetzt mal noch ein Mikrofon. So, und dann geht's los. So, mein Slot betrifft dann eher die Abendgestaltung heute. Ich komme mal hier auf die Bühne. Der eine oder andere hat ja vielleicht mitbekommen, dass ich einen Podcast-Marathon letzte Woche gemacht habe und dass es da abends eine kleine Unterhaltungsgala gab, die sehr viel Anklang bei Teilnehmern und Gästen und dem Chat gefunden hat. Und mir hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich würde das quasi heute Abend hier wiederholen wollen. Das Ganze nennt sich Gala Be Neat In. Das ist ein Anagramm auf das Original. Habe auch nochmal als Tipp reingeschrieben, Rateshow mit Nicht-Hugo Egon Balder. Und ja, ist quasi wieder dasselbe so mit lustigen Fragen. Was ist dein Alarmstuhl? Warum müssen Züge von Deutschland nach Frankreich Knallerbsen mit an Bord haben oder was hatten wir noch Lustiges, all solche Sachen, wo es eben zielführend ist, möglichst erfinderisch die Lösung herauszufinden. Diesmal werde ich nicht so viel Tipps geben. Und ja, ich weiß nicht, heute Abend bin ich hier irgendwie mit. Nee, hier nicht. Okay, also auf jeden Fall irgendwo, ja, kleinere Räumlichkeit dann. Alphabet kannst du gerne nehmen. Und ja, ich hefte hier nochmal quasi so aus der Reihe das mal mit dran. Da steht auch nochmal eine URL dran, wo man sich dann quasi ein Beispiel, also die schon fertige Show vom Wochenende anhören kann und auch mal die Fragen schon mal durchscrollen kann. Und ja, dann begebe ich mal an den nächsten. Ja, hallo. Es gab vor einem Jahr schon mal hier eine Session, die hieß Humor in Podcasts. Wie macht man das? Witzig. Ja. Ich würde das gerne nochmal wiederholen wollen, denn wir haben da über ziemlich viele Sachen gesprochen und ich hatte das Gefühl, das war noch nicht ganz alles geklärt und es ist vor allen Dingen auch ein ziemlich schwieriges Thema, denn nichts braucht mehr Vorbereitung als irgendwie ein guter Gag. Ich bin selber Ingenieur und weiß nicht so richtig, wie man das macht mit dem Witzigsein und vielleicht hat da jemand so ein paar Ideen, wie man das irgendwie machen kann. Wer hätte denn da ein Interesse dran? Der Zettel hat nämlich nicht da dran gehangen. Oh, das sind doch einige. Okay, gut. Was meint ihr, was ist das für ein Raum? Ja, alles ich klar. Jetzt auch die Sitzsackrunde. Ist das ein Abacus, oder? Nee, Synkope. Da, wo kein Signal ist, ja. Wieso haben wir keine Uhrzeit? Weil du von oben 1, 2, 3, 4, 5 runterzählen kannst. Gut, dann übergebe ich mal, während, also dann. Das sind einfach die Sessions. Ja, hängst du einfach auf. Perfekt. Passt ja. Also ich mache unter anderem Puerto Partida. Das ist ein Rätselrollenspiel-Podcast, bei dem der Kandidat, wenn er Bürger wurde, am Ende eben Rätselfragen einsprechen kann und man mit dem interagieren kann. Das hat zur Auswirkung, dass wir im Vorfeld Story schreiben, dass wir eine Zeichnerin haben und eben einen relativ komplexen Produktionsablauf und den würde ich vorstellen und eben auch, wie wir dann das Audio-Setting machen, dass man mit den ehemaligen Kandidaten auch sprechen kann als neuer Kandidat. Ich habe hier zwei Interessierte, wenn da nicht. Interessiert sich da noch jemand dafür? Dann haben wir 5, das ist eine Supersitzgruppe.
Nee, nicht gegen Humor. Weil Humor ist bei uns ja auch vielleicht drin. Und wenn jemand vorher Humor sich anhören möchte, passt das. Gut, super, dann gebe ich doch mal weiter. Ja, es geht sich morgen um StudioLink und zwar im Speziellen eigentlich um das Plugin. Also ich stelle dann das zwar im Vortrag auch nochmal das Ganze vor und dann können wir uns nochmal gerne direkt unterhalten. Sprich das Plugin in Reaper, Ultraschall, Adur, solche Sachen. Und ja, wer hat prinzipiell Interesse daran? 5, 6, 7, ja. Gute Frage. Was bietet sich? Ich bräuchte einen Beamer. Ist da überhaupt? Alle. Okay. Dann. FAB 2 vielleicht? Also Beam Session 2? Ja. Was ist da? Ja. So, ich habe hier zwei. Ich muss mich schon den zweiten wieder hinten anstellen. Ist das so? Ja, also ich mache jetzt deswegen mal zuerst den, der hier mehr auf mehr Interesse gestoßen ist. Das ist Podcasting unter Linux. Deswegen steht auch da schon der Winkelpinguin. Dennis, du musst da keine Angst haben, der beißt nicht. Ja, aber der ist ganz lieb. Podcasting unter Linux, das haben wir jetzt die letzten Male auch schon mal gemacht oder auch auf dem Kongress. Ich will jetzt gar keine Rede dort halten oder irgendwas vorführen, sondern ich will einfach die auch unter Linux podcasten oder podcasten wollen, mal zusammenführen, dass man einfach mal miteinander redet. Wie macht ihr das? Was macht ihr? Was sind so die Probleme? Was geht gut? Was geht schlecht? Was ist noch wünschenswert an Lösungen, damit man sich da so ein bisschen austauscht? Also ich will da gar nicht irgendwie der sein, der irgendwas vorstellt. Wer sowas möchte, den verweise ich auf ein Video, was es gibt, das ist auf dem letzten Kongress entstanden. Macht das vielleicht ganz gut. So, für den nächsten stelle ich mich da hinten an. Wer ist denn da? Sagst du denn noch dazu, wann du das jetzt planst, in welchem Raum? Damit die Leute sich darauf einstellen können. Ja, also ich habe hier, wer ist denn noch daran interessiert, der jetzt nicht da drauf steht? Okay, das sind nochmal zwei mehr. Also auf jeden Fall nicht gegen den StudioLink. Das ist gut. Wann seid ihr jetzt, bitte nochmal sagen? 16:15 Uhr. Also das Thema von Johannes um 16:15 Uhr dann im Raum Alphabet. Braucht ihr den ganz großen dafür? Den ganz großen? So, ich habe eine Meta-Session eingereicht mit dem Titel Vision Audio. Wie sieht Podcast morgen aus? Ich mache mir schon als sehr ambitionierter Hörer eben viele Gedanken darüber, wie das Medium Audio im Netz vertreten sein könnte, was man da ändern könnte. Und stell mir da irgendwie so ein offenes Netzwerk vor, sodass Hörer oder Sender und Empfänger noch mehr zusammenrücken und es da einen regeren, interaktiveren Austausch geben kann und dass auch Leute, die vielleicht noch gar keinen Podcast hören und unter dem Begriff Podcast sich auch vielleicht gar nichts vorstellen können, leicht an Audioinhalte herangeführt werden und hab dazu jetzt auch nichts Konkretes vorbereitet, aber fände dann Gedankenaustausch mit Ideen, mit Ansätzen sehr interessant, um zu schauen, wo es vielleicht hingehen könnte oder ob vielleicht auch Leute da sind, die ein Interesse daran hätten, in die Richtung noch was Konkreteres zu entwickeln. Genau, es haben sich jetzt 24 Leute schon eingeschrieben. Und wer hätte denn noch Interesse dran, außer denen, die jetzt schon sich eingetragen haben? Das wären dann 30 Leute. Gut.
Geht das schon? Nee. Kannst du mal die zwei da. Ralf, kannst du mal bitte die hochgedreht kriegst? Mit drei. Hallo, Test, ja, funktioniert. Ich würde wie beim letzten Mal einen Einstiegsworkshop machen. Also es gibt ja viele, die zum ersten Mal hier sind und vielleicht gibt es einige unter euch, die vielleicht noch die ein oder andere Hürde überwinden müssen, bevor sie mit dem Podcasten starten. Podcasts sind ja an sich sehr individuell, also das heißt, ich würde jetzt auch keinen Vortrag machen, sondern ich würde eher so in einer gemeinsamen Gruppe vielleicht noch die Probleme besprechen, die ihr ja mit Problemen beschäftigen, die ihr habt beim Einstieg oder für die ersten Veröffentlichungen beim Podcasten. Gibt's da Interesse? Also es haben sich so 8 Leute eingetragen. Vielleicht den Abakus vielleicht. Okay, auf was habt ihr euch jetzt geeinigt? Um 14.15 Uhr ein Abakus. Okay, mein Workshop wird sein Ultraschall für Ein- und Umsteiger. Ich versuche genau ein Problem darin zu lösen, und zwar, dass vielleicht der ein oder die andere schon Interesse daran hat, dieses Ultraschall zum Schnitt und Editing und Production soll ja ganz spannend sein, aber ist das was für mich und ist das nicht alles wahnsinnig kompliziert? Vor allen Dingen haben die keine Lust, sich durch mittlerweile über 20 Stunden Videotutorials durchzuquälen. Von daher versuche ich das also in 45 Minuten mal kompakt vorzustellen, sodass man danach eine gute Entscheidungsgrundlage hat, ob das was für einen ist, und man sollte es nach diesen 45 Minuten auch können. Es hatten sich hier eingeschrieben 13 Leute, bitte nochmal Handzeichen, wer sich nicht hier eingeschrieben hat und trotzdem Interesse hätte, die noch hinzukommen. Okay, sind dann doch einige. Dann würde ich den letzten Slot im Alphabet nehmen. So, das heißt um 18.15 Uhr. Meine andere Sache mache ich am Sonntag. Am 3. Oktober 2015 haben sich zum zweiten Mal Wissenschaftspodcaster in Witten getroffen und eine Idee, die schon im Jahr 2014 Gestalt angenommen hat, nämlich eine gemeinsame Webseite zu schaffen, um auch, sagen wir mal, als Gruppe erkennbar und wiederfindbar zu sein, hat jetzt Gestalt angenommen. Der Daniel Mesner, der gerade hier auch gestanden hat, da ist er, hat dankenswerterweise angefangen, eine Webseite aufzubauen. Und aus diesem Treffen und der dahinterliegenden Idee, warum nochmal eine Nische in der Nische sozusagen bilden, da würden wir, die Anwesenden, die auch bei dem Workshop dabei gewesen sind, also ich gucke da den Nikolas an, die Melanie, den Lars, ich weiß nicht, habe ich noch jemanden vergessen, wir würden gerne einfach daraus berichten und vielleicht den einen oder anderen Input mitnehmen, also was man da noch vielleicht bedenken und beachten sollte. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Ich denke mal, es ist so ein mittelgroßer Kreis. Das wird mich jeden interessieren. Könnte doch vielleicht Alphabet anfangen? Oder? Ja, zu groß, okay. Ja. Mach du mal. Was haben wir hier? Produktionsablauf, Studio Link. Das wäre schade, wenn wir das parallelisieren. Das, ja. Was habt ihr euch jetzt geeinigt? 16.15 Synkope. 16.15 Synkope, danke. Kurz, also, fass das Mikro bitte hier oben, nicht unten. Da unten sind gerüchteweise Sender reingebaut. Ja, ich habe die Session, die ich gerne machen würde, zwischen selbstbestimmtem Hören und redaktioneller Auswahl genannt. Wie gesagt, ich arbeite ja beim Bayerischen Rundfunk und wir haben da in den Redaktionen immer so, oder mit den Redaktionen so die Diskussion, die Redaktion versteht sich selbst ja als diejenigen, die für den Hörer die Auswahl machen. Podcast hören ist ja grundsätzlich erstmal was anderes, da bestimmt der Hörer, was er hören will. Und wir entwickeln gerade eine App, die beides so ein bisschen unter einen Hut bringen soll. Die würde ich da einfach mal ganz kurz vorstellen. Bin da auch ganz froh über Feedback, weil die noch sehr früh in der Konzeption ist. Das heißt also, ihr könnt hier quasi euren Rundfunkbeitrag lenken, in welche Richtung der gehen soll. Nee, aber auch unabhängig von diesem App-Projekt finde ich das ein ganz spannendes Thema, wie man da so den Mittelweg findet zwischen redaktioneller Auswahl und der Hörer sucht sich aus, was er hören will. Wer hat Interesse? Hast du,
Das Thema dann morgen um 14.15 Uhr im Alphabet. Hallo. Ich habe einen Vorschlag zum Thema verteilt kollaborativ an Audioprojekten arbeiten. Kommt so ein bisschen daher, dass wir bei Radio SM inzwischen wieder nicht mehr alle in einer Stadt sind. Das heißt, der eine ist in Frankfurt, der andere ist irgendwo in München, der andere irgendwie irgendwo. Und eigentlich möchte man sich ja die Arbeit da aufteilen. Also es soll nicht immer an demselben Person hängen bleiben, das aufzuzeichnen. Also wir zeichnen in dem Fall mit Mumble als Einzelspur-Ding auf und unsere Zuhörer können auch, während wir das live senden, die ganze Zeit sozusagen zu uns mit reinreden. Wenn die Leute ein schlechtes Setup haben, kommt dann halt schlechtes Audio dabei raus, aber dann hat man halt schon mal 10 Spuren, wo man halt dann einzelne Leute dann mal raus tun müssen. Aber es ist im Vergleich zu einem normalen Podcast, wo man alles unter Kontrolle hat, eben nicht so. Und das heißt, wir müssen viel nacharbeiten und das soll halt nicht an einer Person hängen bleiben. Meine, bis hier machen wir das so ein bisschen mit Peter Sönk haben wir das immer gemacht und dann die Projektdatei von Reaper hin und her schicken. Aber ich denke, da gibt's irgendwas Besseres und darüber möchte ich mich in dem Kreis unterhalten. Es haben sich schon ein paar Leute eingetragen, insgesamt 7 Stück. Wer möchte denn außer den Leuten, die schon draufstehen, auch noch bei dem Thema mitdiskutieren oder von Erfahrung berichten oder hat da Ideen? Gut, dann nehmen wir einen kleinen Raum. Ja, einfach da drunter. Also wir gehen dann ins Syngoscope um 17.15 Uhr. Ich glaube, das ist deins. Ich habe keine Zeit. Ach doch, das, ja, nee, ist mein Sonntag. Bitte? Fragen? So, ich dachte mir, wir bieten auch nochmal eine Session an, ganz konkret zum Podlove Publisher. Da war eigentlich bisher immer eine gewisse Nachfrage zu spüren. Genau genommen sind es 2. Das eine würde ich morgen machen, das andere wahrscheinlich eher am Sonntag. Und zwar würde ich am Samstag anbieten eine allgemeine Q&A. Also sozusagen alle Leute, die mit dem Publisher arbeiten oder vielleicht das auch vorhaben oder sich bisher nur aus der Ferne angeschaut haben, machen wir dann halt einfach eine Session, wo wir einfach offen Fragen sammeln und Antworten geben, sprich, wo klemmt's, wo geht was nicht, wie kann ich das und das machen, was wäre der beste Ansatz für etc. pp. Also ohne jetzt da große Inhalte vorgeben zu wollen, einfach mal das bearbeiten, was einfach anliegt, was sich gesammelt hat. So, weiß nicht, würde das überhaupt irgendjemand interessieren? Ach so, am Sonntag würden wir halt eher so eine Feature-Feedback-Runde machen. Das werde ich auch gleich in meinem Vortrag nochmal ansprechen, dass wir einfach derzeit so ein bisschen in so einer Kleinkrise sind, dass wir nicht so richtig unsere Prioritäten klar haben, wo wir als nächstes angehen wollen, weil wir einfach das Gefühl haben, eigentlich stimmt schon eine ganze Menge und man könnte jetzt in die verschiedenen Richtungen marschieren, aber mit den eingeschränkten Ressourcen muss man einfach mal ein bisschen gucken, wohin es eigentlich gehen soll. Also am Sonntag ist eher so die Zukunft und was man noch alles so machen sollte und morgen eher die aktuellen Probleme, Verständnisprobleme etc. So, interessiert das überhaupt irgendjemand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10,5. Ja, keine Ahnung, wo würde der mich da reinnehmen? Ich würde dich da in den Abakus setzen mit. Den Abakus. Wo ist denn der Abakus? Hier ist der Abakus. Na, dann nehmen wir doch hier einfach den nächsten Slot. Ist da irgendwas, was... Ja, warum nicht? Okay. Next. Er hat sich jetzt für 16.15 Uhr Abakus entschieden. Wir wiederholen das nur nochmal, damit das. Hallo, hört man mich? Ja. Ich möchte mit denen, die es interessiert, über etwas reden, was eigentlich noch gar nicht ganz spruchreif ist. Wir sammeln gerade unsere Unterstützer, nämlich über den Sender. Der Sender im Internet unter der Sender.org
vorhanden mit einer Kurzvorstellung, wird im Frühjahr nächsten Jahres starten und wird Leute, die bekannt sind aus Radio und Fernsehen, mit Leuten, die Podcasts und anderes machen, zusammenbringen. Und wir werden im Internet einen Sender machen für die, die heute nicht mehr Fernsehen und kaum noch Radio hören und für die, die bisher mit Digitalem überhaupt keine Ahnung hatten. Was ich machen möchte, ist ganz kurz, soweit ich schon kann und darf, erzählen, was wir vorhaben und ein bisschen Feedback und Bedarfe einsammeln. Und zwar von Leuten, von euch, die technisch mit Streaming, mit Web, mit Video-Podcasting zu tun haben. Einfach ein paar Kontakte sammeln und so ein bisschen meine Realität da abgleichen, damit wir in Kontakt bleiben. Denn beim nächsten Podcaster-Workshop soll die ganze Sache bereits gestartet sein. Danke. Wer hat Interesse? Magst du nochmal Zeit und den Raum? Abacus 1750. 15. So, keiner mehr, der noch Sessions einreichen möchte. Wir haben noch jetzt 3 Slots offen. Das ist Synkope um 15.15 Uhr und Alphabet und Synkope um 18.15 Uhr. Also wir werden morgen nochmal ein kleines, falls euch dann doch noch was einfällt, werden wir auch nochmal eine kleine Runde machen, um das noch aufzufüllen. Ich habe noch keinen Zettel, aber ich habe eine Idee, was ich gerne machen würde. Und zwar Ideensammlung für ein Podcast-Verzeichnis. Wer daran Interesse hätte oder halt eben auch umgekehrt, wer hätte Interesse da vielleicht mit dran zu programmieren? Ich habe da schon ein paar Ideen, würde die gerne mal austauschen und ja, wie gesagt, falls sich da jemand findet, der entweder technisch oder halt eben auch inhaltlich Interesse hätte, würde ich mich gerne mal mit ein paar Leuten darüber austauschen. Handzeichen? Okay, ja, dann ich glaube, wir nehmen den Synkope um 18.15 Uhr. Danke. Zettel mache ich gleich. Super, danke. Ich hätte noch so einen Wunsch, Brigitte, ich verfeile dich jetzt ein bisschen. Ich hatte vorgeschlagen, dass man mal eine Session macht zu mit Podcast in die Selbstständigkeit. Also ein bisschen Erfahrung. Wir haben mit Brigitte jemanden hier sitzen, die, ich glaube, es ist kein Geheimnis, du hast die letzten 2 CTs oder zumindest 2 CTs auch bestückt mit Artikeln. Du hast ein paar Bücher geschrieben zu Podcast. Bitte? 1, ich habe schon mal den nächsten angeteasert. Und wer hätte denn daran mal Interesse, sich auszutauschen, also zu solchen Ideen, was kann man, Herr Remford da hinten zum Beispiel, wenn zu der Diss nichts wird. es ist nicht so riesig, aber ich würde das trotzdem mal dann vielleicht für Sonntag dann anstreben. Vielleicht, also ich fände es interessant, wenn man dann mal von jemandem profitieren kann, der hier ist und mal ein paar Sachen erzählen kann und würde mich sehr freuen. Dennis, du hast noch 2 Zettel, möchtest du davon noch was? Okay, gut, dann lassen wir es erstmal offen. Wir reden morgen nochmal über diese letzten beiden Slots. Da würde ich dann gerne nochmal mit euch in die Selbsthilfegruppe gehen sozusagen, damit wir die auch noch voll kriegen und dann ansonsten haben wir ein schönes Programm für morgen. Und sind damit fertig für heute. Achso, Verzeihung, oh Gott. Das mit dem fertig ist natürlich relativ, wird mir hier gerade gesagt, weil um 18.30 Uhr geht's ja weiter mit der Podlove-Keynote und dann hinterher die Vorstellung von Ultraschall 2.0. Also wer sehen möchte, wie Audio-Pixel-Schubsen aussieht, der muss sich das auf jeden Fall ansehen ab 19.15 Uhr. Und vorher hat Tim ja schon angeteasert, was er alles gerne ansprechen möchte in seiner Keynote. Das wird mit Sicherheit auch wieder sehr spannend werden. Dafür sehen wir uns, wie gesagt, um 18.30 Uhr. Das heißt, es geht jetzt an das Vernichten der restlichen Kuchenreste und um 20 Uhr gibt's dann das Abendessen.